Heute zeige ich euch was, ist nicht weit weg von der Gmünder Altstadt und es hat echt was mit Safari zu tun. Seid gespannt! Also nicht weit hinter mir ist die Gmünder Altstadt und hier bin ich jetzt bei den Feuchtwiesen bei der Leinsitz. Und wie versprochen, wie bei einer Safari, hier sind Wasserbüffeln. Im Sommer sieht man diese Büffeln entweder so wie jetzt ganz nah oder, wie ich euch dann zeige, gibt es zwei schöne Holzplattformen, Aussichtspunkte, wo man die Büffeln beobachten kann. Ja, der Vorteil ist doch, dass man hier mit Kindern oder auch mit dem Kinderwagen gehen kann. Ein wunderschöner Weg, nicht weit auch weg von der Blockheide. Und, aber da schauen wir jetzt als erstes hin, hinter mir schauen wir auf die Aussichtsplattform. Es gibt ja nicht nur die Wasserbüffel. Jetzt haben. Ich glaube, jetzt haben. Es gibt ja auch den Wachtelkönig und den Eisvogel zum Beispiel. Was es gibt, die ganze Vielfalt, sieht man hier auf dieser Tafel.